Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Silvian und ich lebe in Salzburg. Ich bin 59 Jahre alt und ich suche eine Lebenspartnerin. Das heißt, Sie suchen eine Frau, keinen Mann. Genau, ich suche eine Frau, exklusiv eine Frau. Und Sie kommen von wo? Ich komme aus dem Elsass. Meine Mutter ist Elsässerin und mein Vater stammt aus Italien. Wie lang sind Sie denn alleine? Ich bin nicht so lange alleine, aber ich hatte nach einer langen Beziehung nicht mehr eine adäquate Partnerin gefunden. Wie lang war die Beziehung? 14,5 war sie. 14,5 Jahre. Und es war eine sehr schöne Beziehung, weil es basierte auf die vier Säulen, die mir wichtig sind. Und die sind? Die sind Liebe, Vertrauen, Humor und Sexualität. Und warum ist es dann schief gelaufen? Durch eine Begegnung, wo ich auch dabei war, hat meine Partnerin eine Frau kennengelernt. Und sie hat sich auf Anhieb verliebt in diese Frau. Und was eigenartig war, es ist, dass ich wie ein Arc von Regenbogen zwischen den beiden gesehen habe. Wie war das für Sie? Es war sehr schmerzhaft. Weil es war mir bewusst, dass es aus ist. Und danach kamen Frauen, die kamen und gingen, Gingen. Oh. weil sie nicht geoutet waren. Passiert das oft, dass man sich nicht outet? Ja, oft, wenn man ein Kind hat, oft, wenn man in einem kleinen Ort lebt und ich konnte nicht damit umgehen. Warum nicht? Ich fühlte mich verletzt. Verletzt. Warum? Warum? Weil ich kam in der Familie, es hieß meine gute Freundin, aber nicht meine Partnerin, mein Lebensgefährtin. Das macht einen Unterschied. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera. Meine erste Freundin war meine Philosophielehrerin. Sie war 10 Jahre älter als ich und ich empfand sie als total toll, intelligent, schön. Alles, was man sich wünscht eigentlich. Haben Sie immer schon gespürt, Frauen gefallen Ihnen besser als Männer? Ja, ich habe es immer Und hat es gespürt. Ihnen Angst gemacht? Angst gemacht. Ich habe damit gekämpft, sagen wir so. Ich habe sehr damit gekämpft. Ich hatte auch Beziehungen zu Männern, aber eigentlich war es nicht meins, ja. Und haben Sie mal eine engere Beziehung gehabt mit einem Mann? Ich war verheiratet. Verheiratet? 5 Jahre. Mit einem Österreicher. Und haben Sie sich ein bisschen verliebt in ihn? Ich war verliebt in ihn. Und? Er war ein schöner Mann, intelligent und so, aber es fehlte eine Säule. Hat er akzeptiert, dass Sexualität nicht stattfand? Ich glaube, er war mehr asexuell. Die Körperlichkeit, das war nicht seins. Haben Sie Glück gehabt?
Vielleicht habe ich ihm deswegen geheiratet, weil ich das wusste. Haben Sie gewusst? Geahnt. Ja, gespürt. Gespürt. Was für eine Frau suchen Sie? Ich brauche eine Frau, die Herzen hat für andere Menschen. Und die keine Machtspiele spielt, das kann ich nicht gebrauchen. Und wie soll sie in etwa ausschauen? So körperlich. Ja. Kann sie dunklere Haare haben, aber sie kann auch helle Haare haben. Es sind die Augen, die mir wichtig sind. Wenn ich eine Frau begegne, bemerke ich an ihren Augen circa, wer sie ist. Und sonst? Ich suche eine Frau, die wie ich Vegetarierin ist und die vegetarisch genießt, die nicht raucht und nicht trinkt. Ein karges Leben. Nein, wenn sie das alles genießt wie ich, dann ist das ein gutes Leben.